بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Es gibt einige Leute, einige Betreiber in der Region, die Ali radiallahu anhu vorgeben zu lieben, die ihn aber eigentlich indirekt beleidigen. Ja, es wird beispielsweise gesagt, dass Ali, der ja so tapfer gewesen ist, und er war wirklich einer der tapfersten Menschen, man sagt, wenn er einen am Arm gepackt hat, da hatte man das Gefühl, er würgt einen. Er war in den Schlachten derjenige, der mit vorne gewesen ist. Er war derjenige, der, wo der Prophet gesagt hat, dass Allah ihn liebt. Ja, alayhi salatu wassalam. Und es wird erzählt, dass er Angst gehabt hat vor Umar, dass er Angst gehabt hat vor Abu Bakr und so weiter. Und dass er deswegen verschwiegen hat, dass er doch eigentlich derjenige ist, der Khalif werden sollte. Und dass deswegen die Umma, weil er nicht der Khalif, der Führer nach dem Propheten a.s. geworden ist, dass dadurch die Umma in die Irre geht. Das heißt, Ali hätte ja dann angeblich durch seine Angst es zugelassen, dass die Umma in die Irre geht, weil er sich nicht getraut hat, den Mund aufzumachen. So. Nachdem Umar ibn al-Khattab gestorben ist, und Umar ibn al-Khattab hat dafür gesorgt, dass eine Shura bestimmt, aus 6 Leuten bestimmt, wer der nächste Führer der Muslime wird. Das heißt, der erste Führer war natürlich der Prophet, a.s. Danach kam Abu Bakr, dann kam Umar. Ja. Und dann, als Umar gestorben ist, hat er gesagt, die Shura soll aus 6 Leuten bestimmen, wer der Imam wird. Und zu diesen 6 Leuten gehörte Uthman, Abdurrahman ibn Auf und Ali radiallahu anhu. Und zunächst haben 3 Leute gesagt, ich will nicht der Führer werden, die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Dann hat Abdurrahman ibn Auf auch gesagt, ich will die, also sinngemäß, ja, ich sag jetzt, also die haben auf jeden Fall sich losgelöst, die wollten also nicht mehr die Führer werden, dann Abdurrahman ibn Auf auch, und dann blieb nur Uthman und Ali übrig. Jetzt fragen wir, warum hat Ali nicht gesagt, ja, hey, ich soll doch sowieso der Khalif werden? Das hat doch der Prophet a.s. damals schon gesagt. Und wenn ich nicht von Ahlul Bayt der Khalif werde, dann wird die Umma in die Irre gehen. Warum hat er es nicht gesagt? Vor wem hat er Angst gehabt? Hat er diesmal vor Uthman Angst gehabt? Es wird ja immer gesagt, er hatte Angst vor Umar al-Khattab gehabt. Ali hat Angst vor Umar. Ali hat Angst, die Wahrheit zu sprechen. Subhanallah, Martin Luther, ja, ein Kafir, ja, der wurde vor den Kaiser damals gestellt und er sollte seine Thesen gegen den Ablass, gegen die römische Kirche versagen. Ja, und was haben sie gesagt? Sie haben ihm den Scheiterhaufen vorgelegt. Sie haben gesagt, wir verbrennen dich, wenn du deine Thesen nicht aufgibst. Und er hat seine Thesen nicht aufgegeben. Und Ali radiallahu anhu, ja, subhanallah, einer der tapfersten Menschen im Kampf, der hat angeblich Angst vor Omar und vor Abu Bakr gehabt und hat dann die Botschaft im Dunkeln gelassen und die Botschaft im Versteckten gebracht. Und er war eigentlich der Khalif und jetzt ist Omar gestorben, jetzt hat er immer noch Angst. Vor wem hat er Angst? Vor Uthman? Subhanallah, Brüder, werdet wach. Was erzählt ihr dort? Was erzählt ihr doch, Ali? Ali hatte Angst und so weiter. Nein, Ali hat Bay'a gemacht bei Omar. Ali hat Bay'a gemacht bei Abu Bakr. Ja. Und das waren nicht seine Feinde gewesen. Und genauso wie Ali Fehler machen kann, kann Omar Fehler machen. Kann Uthman Fehler machen. Und genauso können sie auch mal aufeinander sauer sein. Wenn sich 2 gute Freunde innerhalb von 20 Jahren einmal streiten und ein bisschen sauer aufeinander sind, ja, dann haben sie halt beide einen Fehler gemacht. Ja, das kann passieren. Aber so weit zu gehen, schaltet euer Gehirn ein. Bitte, Brüder. So weit zu gehen, die Leute, die den Islam vom fernen Osten bis zum fernen Westen verbreitet haben, die den Koran verbreitet haben, die Kuffar bekämpft haben, die Kreuzritter bekämpft haben, so weit zu gehen, diese Leute zu Kuffar zu bezeichnen, wo Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Das heißt, Allah lobt die Muhajirun. Allah lobt die Ansar. Wie in Surat al-Hashr. Er sagt, das sind die Sadikun. Er sagt, das sind die Muflihun. Allah sagt im Koran, wir müssen den Muhajirun und den Ansar folgen. In Surah 9, Vers 100, sagt er, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان. Die Ersten von den Ausgewanderten, von den Muhajirun und von den Ansar. Und die, die ihnen in der Güte, in dieser, im Ihsan folgen, ja, in der guten Handlung folgen, ja, radiallahu anhu wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden. Dann sagt er, dass sie Paradieskarten bekommen mit Bächen dort drin. Sagt Allah das, um uns zu verwirren? Und eure Gelehrten erzählen euch von diesen Menschen. Sind nur 5 Leute Muslime geworden oder 10 Leute Muslime geworden? Warum lobt Allah dann die allgemeine Gruppe? Warum sagt er, ihr müsst diesen Leuten folgen? Ihr müsst für diese Leute um Vergebung bitten. Und ihr steht am Grab von denen, die neben dem Propheten beerdigt sind und beschimpft sie und bespuckt sie. A'udhu billah. Deswegen schaltet euer Gehirn ein. Ihr sollt die Familie von Ahlul Bayt lieben. Und das ist gut. Und das ist schön. Aber nicht übertreiben. Sie nicht anbeten und nicht übertreiben in der anderen Richtung, dass man Leute, die den Islam verteidigt haben, beleidigt. Merkt ihr nicht, dass die Kuffar sich über euch kaputt lachen? Die Kuffar lachen über uns. Die Kuffar sagen, schaut mal hier, schau mal, die Leute, die der Koran, hier, dieser Koran, den diese Muslime heute in der Hand haben, diese Leute dort im Iran, diese Leute dort im Libanon und andere Leute auf anderen Teilen der Erde, die sagen, die Leute, die den Koran heute hier hingebracht haben, davon sind 95% nach dem, noch mehr, was redet von 95%, davon sind 99% Kuffar geworden. Wie können die Muslime so verrückt sein, an diesen Koran zu glauben, wenn doch diejenigen, die diesen Koran in die bis heute hier hingebracht haben, zu 99,9% Kuffar gewesen sind? Zu 99% sind sie alle Kuffar geworden. Wie will das gehen? Wer soll da den Islam annehmen? Wenn in einer Schule, der Prophet war der Lehrer dieser Menschen. Stellt euch vor, in einer Schule, ja, sind 500 Schüler, ja, und von den 500 Schülern fallen alle durch bis auf 5. Würdet ihr glauben, dass das eine gute Schule ist? Das sagen die Kuffar über uns. Die Kuffar sagen über uns, hier, schau mal, der Prophet hat diese Leute erzogen. Und nachdem der Prophet gestorben ist, hier, diese Leute aus dem Iran, die haben es uns erzählt. Da sind sie alle zu Ungläubigen geworden. Da sind Brüder. Kommt zurück. Kommt zurück. Ich sage nicht, ihr sollt das Gute, was ihr habt, aufgeben. Behaltet eure Liebe für Ahlul Bayt. Und vielleicht müssen wir sie sogar noch etwas verstärken, denn wir lieben Ahlul Bayt. Aber vielleicht müssen wir sie etwas verstärken. Aber übertreibt nicht. Übertreibt nicht. Und nennt keinen Kafir, der ein Mujahid ist. Nennt keinen Kafir, der diese Religion verbreitet hat und für diese Religion gelebt hat und für diese Religion gestorben ist. Deswegen möge Allah uns alle recht leiten und uns zusammenbringen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.